Willkommen zurück zu Rayman Legends. Ich habe mir hier den großen Minimus geholt und werde dann jetzt hier in diesem aufgeregten Wackelarmtor die Barbara retten. Ja, wir retten jeden, der gerettet werden muss. Und das Level heißt, was, Katakomben, was? War ein bisschen flott, mein lieber Kleinling. Katakombensause, so, so. Eine Katakombensause. Wusste gar nicht, dass man auch durch eine Katakombe sausen kann. Aber mit Murphy geht das scheinbar. Der wird uns hier ein bisschen helfen. Oh, und links ist Feuer. Da müssen wir uns beeilen. Und zwar sehr. Oh nein, so hektisch mag ich ja gar nicht. Pirat! Runter, runter! Ah, hoch! Okay. Ist das hektisch alles. Spring! Oh je. Ja, das ist mein erstes Level mit dem großen Minimus. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Wenn das nichts wird, dann wechsle ich wieder zu Globox, ganz einfach. Ja, okay, das war nichts. Ha, nee, den krieg ich auch nicht. Ein Pirat haben wir verschont. Schnell! Oh Gott. Ach, die gehen wieder runter, ja? Von alleine! Oh je! Piraten! So, hier hoch. Barbara, wir kommen! Da ist Barbara. Ist es Barbara? Sieht mir eher aus wie ein Narr. Aber gut. Ja, den König haben wir nicht retten können, wie es scheint. Aber immerhin bis zum Probelos haben wir es geschafft. Ja, mehr auch nicht. Sehr schade. Na gut, aber wir haben einen Narr befreit. Ein Narr namens Barbara, scheinbar. Hui! Okay, dann, oder ist das Porträt und nicht ein zweites Level? Ja, ich denke eher, das ist Barbara. Diese schlanke Barbarenprinzessin ist eine starke und furchtlose Kriegerin. Niemand schwingt die Axt wie sie und sie kann sogar damit gleiten. Ja dann, Barbara die Barbarin. Klasse, du spielst jetzt als Barbara. Du kannst andere Helden in der Heldengalerie auswählen. Ja, nee, ich behalte sie mal. Jetzt haben wir ein Level mit dem großen... Oh je. Ein Spagat, schön. Jetzt haben wir ein Level mit dem großen Minimus gemacht. Jetzt machen wir die nächsten mit der Barbara. Jetzt will ich aber erstmal sehen, wie du mit deiner Axt gleitest, bitte. Ah, so flattert mit den Flügeln. Okay. Aber schlagen tut sie mit der Axt. Ich glaube, das ist sehr effektiv. Effektiver als die kleinlingen Händchen. So, Hochseilgarten. Und ich hätte gerne die Flasche. Nein. Okay, schade. So, Hochseilgarten. Komm her, du. Auf Stelzen laufender Pirat. Na gut, dich habe ich nicht. Aber dich kriegen wir auch noch. Schade. Oh Gott. Na, komm. Okay, das hier ist jetzt nicht so hektisch, wie es aussieht. Ist doch keine hektische Musik, die das Ganze noch verstärkt. Aha. Okay, Murphy ist auch mit von der Partie. Und jetzt ist auch Musik da. Aber schöne, gemächliche, nicht so laute und nicht so schnelle Musik. Das ist doch schön. Und hopp, und hopp, und hopp. Yay. So. Ich hole mir erstmal die Münze hier. Oh je, ich versuch's zumindest. Oh je, oh je, oh je. Lass mich in Frieden! Oh, ich bin Barbara! Freche Kreaturen haben wir hier. Wollen einfach nach der barbaren Prinzessin Barbara greifen. So, mal sehen, wie das jetzt hier funktioniert. Hopp, hopp, hopp. Yeah. Okay. Noch ein Pirat. Und noch einmal pieksen. Oh, da war ein Geheimnis. Gehst du wieder runter? Komm her. Gehst du wieder runter? Nein, kann ich auf dich springen? Okay. Wo ist hier das Geheimnis? Wo ist hier durch hier irgendwo? Nein. Wo ist das Geheimnis? Ah, drunter vielleicht. Ja! So, ich hab dich gerettet. Den ersten. Hurra. Okay, Barbara, los geht's. Pieks.
Jawohl. Und nochmal Peaks. Sehr schön. Und nochmal Peaks. Und Peaks. Und spring, spring, schlag, schlag. Okay. Moment. Wow. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Böse. Ganz böse. Ach, man kann die Schwälze noch stutzen, ja. Dass die dann kleiner werden. Das ist ja auch frech. Na komm, du blöde Rübe. Ja, ich bin ein totaler Profi. Ach so, ich verstehe. Müssen wir jetzt in der Luft fangen, ne? Perfekt. Ich spring hinterher. Ich will den Lum retten. So, okay. Und hopp, und hopp. Schön. Aber ich bin so ein Profi, was das angeht, ne? Genau. Kann ich nochmal zurück vielleicht? Ne, der ist Geschichte. Ah, aber den haben wir gesammelt, ja? Haben wir den gesammelt? Den haben wir gesammelt. Gut. Dann bin ich froh. Peaks und Peaks und Peaks. Schön. Weiter geht's. Ich bin ja nicht so der für Hektisches. Deswegen bin ich ganz froh, dass das hier ein bisschen langsamer ist. Und nicht auf Zeit geht und nichts. Das ist gut. Hör auf! Nein! Von wegen schlanke Barbara hat sich gerade aufgeblasen. Sag mal. Murphy, du musst mir jetzt helfen. Genau. Perfekt. So, dann kommst du mal mit, oje. Okay. Ach, das hätte ich... Ich muss Murphy mehr benutzen. So. Manchmal bemerke ich gar nicht, dass da ein Seil ist. Was ist das? Ach so. Ah, da oben war bestimmt ein Geheimnis. Ja, okay. Dann das nächste Mal. Hopp. Und hopp. Und hopp. So, dann kommst du mal her. Gleich, 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 gleich. Erstmal muss ich Anlauf holen und die Lumps aufsammeln. Ach so. Genau, da ist ja wieder ein Seil. Hopp. Perfekt. So, da ist eine Rübe, die sich versteckt. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass die verschiedenen Charaktere... Oh, ein reizendes... ich habe drei Augen von ihm gereizt. Das ist... tut mir leid. Ich habe das Gefühl, dass die Charaktere teilweise sehr unterschiedlich auch sind. Von der Geschwindigkeit her. Und von der Sprungkraft und sowas. Ne? Kann mich da natürlich auch täuschen. Aber ich habe das Gefühl. Hopp! Nein! Nein! Oh, ich will alle Lums. Ich bin lumgierig. So. Wuhu. Ja, wuhi. Nee, wo, wo. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich weiß nicht, wofür da... Ach, dafür. Okay. Mach nochmal, Murphy. Nein. Lass mich in Ruhe, du Kreatur. Ich will da anders sein. Das kriege ich noch. Ich rette dich, mein kleiner Kleinling. Hopp. Nein, fast. Eigentlich könnte ich auch so da dran. Ist nur ein bisschen umständlich. Und so, jawohl. Haben wir dich gerettet. Kleinling-Königin. Die Barbara, ja, ich weiß auch nicht. Also bis jetzt kam ich mit dem Globox am besten zurecht, habe ich das Gefühl. So, einmal schneiden. Und dann schwung. Und schwung. Und spring. Und schlag. Yeah. Okay, Barbara. Gut, die haben wir verkackt. Achso, die kann ich... Ah, okay, Murphy, mach nochmal bitte. Hier hinten ist nämlich ein Geheimnis. Yay. Yeah. Oh je. Oh je, nicht gut. Ah, ich verstehe. Pass auf, dann... Hopp, hopp. Ja, okay, dann eben von der anderen Seite. Hopp, hopp. Jawohl. Okay. Okay. Okay, okay. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Geh erstmal runter. Oh fuck. Oh fuck, Mann. Aber so in etwa, da muss ich mit meinen Fingern und meinen Tasten koordinieren. Das ist ja schrecklich. So, die schlage ich nochmal kaputt. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche, weil ich wieder reingehe. Ja. Probieren wir es mal. So. Perfekt! Sehr schön! Kleinling König, du bist befreit!
Ach, und der hat ja sogar so einen süßen kleinen Ziegenbart. Ach, nee. Guck mal. Niedlich. So, dann hopp, hopp. Nochmal pieksen, pieksen. Da unten ist nämlich ein Geheimnis. Yay. Fein. Oh, wir haben einen vergessen. Wen haben wir denn vergessen? Kann ich da noch hin? Nee, ne? Nee. Scheinbar nicht. Obwohl. Und hopp. Nein, kann ich nicht. Okay. Versuch was wert. Nun gut. Haben wir einen nicht retten können. Okay. Nur was kommt wieder da? Kitzeln! Kitzeln, Murphy! Wow! Frechheit! Okay. Wenn sie alle zusammenarbeiten, dann sind sie stark. Ja, ja. Aber ich bin Barbara, die Barbarenprinzessin. Ich lasse mich doch nicht einfach so hier zerstören und aufblasen. So, na komm. Genau. Und dann kitzeln. Ganz in Ruhe, ohne dass einer von hinten kommt. Weil das mag Barbara nicht. So, du. Und vor allen Dingen du, weil hinten ist ein Kleinling. Yeah. Okay, das Seil. Du kommst mal mit. Und dann schwingen wir uns mal hier nach links. So, perfekt. Hopp, hopp, hopp. Ja, das freut Barbara. Da hat sie Spaß bei. So, da ist wieder eine Rutschparty. Wow. Okay. Kleinling-Party. Woo. Ja, einen haben wir leider nicht retten können. Hol ich später noch nach. Jetzt freuen wir uns erstmal über die geretteten Kleinlinge. Oh, das ist aber auch schön. Ah, noch zwei fehlen mir. Noch zwei Lumps. Ja, dann hätte ich wieder Gold. Na gut. Ja, Barbara. Ich weiß nicht, ob ich mit dir weiterspielen kann oder... Also bis jetzt fand ich ja Globox am geilsten, ne? Aber jetzt erstmal die ganzen geretteten Kleinlinge. Juhu! Okay, 40 haben wir. Das heißt, ein neues Level. Bravo, du hast die Welt 20.000 Lumps unter dem Meer freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Ja, später. Jetzt mache ich erstmal hier die Welt fertig. Ja. Das Bild, das zeigt Barbara. Das heißt, dass wir da mit Barbara reingehen müssen. In das Level Treibsand. So, das klingt ja schon mal gut. Na, was erlaubst du dir denn? Ist das die Prinzessin, oder was? Du böser Kleinling. Komm sofort zurück. Ha. Muss ich dich schlagen, wenn ich dich hab, ja? Nein, ich will dich... Wow, okay. So. So, oh Mann. Das ist nicht schön. Wie ich schon sagte, Hektik mag ich nicht. Ah ja, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Ah, wow. Ich will die Lumps, tut mir leid. Und hier ist noch ein Geheimnis. Noch ein Grund, hier hinzugehen. Okay, rein da. Ah, das ist jetzt hektisch. Okay. Oh, das ist ja auch cool. Also das Level-Design ist schon ganz ordentlich. Au! Ich bin nur zu langsam. Aber sehr. Ich flieg langsam in mein Verderben. Na gut, aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Früher oder später. Hopp, hopp. Von dem Geheimnis wusste ich ja noch gar nichts. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Nicht trödeln. Auch wenn ich Hektik nicht mag. Ich habe gerade keine andere Wahl. Nein! Das war ein bisschen zu viel. Ja, Barbara. Blas dich nochmal auf. Ich muss die Königin retten, die Lumpkönigin. Das erwartet man von mir. Ich bin Barbara, die Barbarenprinzessin. Das ist schwierig auszusprechen. Okay, noch einmal. Hopp, 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 hopp. Jetzt hier durch und hopp, 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 hopp. Jawohl. Okay. Nein, 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 nein. Nicht noch am Ende verkacken, Barbara. Sehr schön. Die Königin ist unser. Dankeschön für dein Herzchen, für dein Küsschen. Die Lumps hole ich mir noch mit. Und dann geht's hier runter. Der bösen Lump-Magierin oder was das war, hinterher. Da ist noch ein gefangener Lump. Oh je. Ich mag sowas nicht.
alles zu hektisch. Schnell! Barbara, nein! Boah! Ja, okay, einen Nummer haben wir verpasst. Alter, was ist das denn hier? Schrecklich. Okay, nicht hier raus hier. Wow! Ich mag keine Hecke. Aber bis jetzt läuft es eigentlich, habe ich das Gefühl. Die Rübe nehmen wir noch mit. Ja, wenn das mal so gut war, weiß ich nicht. Oh nein, da ist noch ein Lump. Ja, die kriege ich nicht mehr. Lump, kommst du wieder? Ach, Kleinling, kommst du wieder runter? Ja, du kommst wieder runter. Wow! Das ist ja voll der Trip, ohne Witz. Okay, auf ein neues. Da kann ich ja gleich den Lump retten, den ich hier verpasst habe. Diesen hier. Genau. Ah, dachtest du wohl, ah, gerade. Oh Mann, ist das hektisch alles. Das ist voll der Trip, wie gesagt. Ja, weil du hüpfst nach oben. Aber. Oh. Aber das fällt alles nach unten. Oh, mein. Okay, erstmal Pause machen. Erstmal hier die Rübe pflücken. Okay, wir sind gefangen. Es führt nur einen Weg hier raus, nämlich nach oben. So, oh Mann, jetzt brennen hier noch die. Ja, genau. Okay. Ganz aus dem Puste. Erschöpfend ist das, mehr nicht. Aber ich bin Barbara die Barbar-Prinzessin. Es ist nichts, was wir nicht schaffen können. Nein! Okay. Aber den Kleinling haben wir trotzdem gerettet. Müssen wir uns nur darum kümmern, den Flammenbällen auszuweichen. Nein, haben wir nicht gerettet. Tja, okay. Mal sehen, wie lange sich das hier noch zieht. So, so. Okay, perfekt. Man muss einfach schnell sein, aber genau das ist ja das Problem, ne? So. Oh Mann. Da war ich wieder zu langsam. Schwierig. Ah, schön. So, ab, 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 ab. Jetzt bin ich wieder zu schnell, oder was? Nein, es geht nicht, zu schnell zu sein. Man kann nur gerade richtig schnell sein. So, okay. Da ist noch ein Geheimnis, oder was? Wow, fuck, nein! Gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass Barbara so schlank ist. Globox hätte da nicht runtergepasst. So. Okay, dass man die auch nicht töten kann hier. Wow. Das ist doch bestimmt ein Geheimnis, ja? Ja. Du kommst noch mit. Und dann rein da. Für den Lump-König, den wir noch retten werden. Erstmal ausschnaufen so ein bisschen. Okay, dann wollen wir mal. Ziehen und springen. Spring! Schlag! Oh Gott! Nein! Barbara! Barbara! Okay. Das ist ja auch fies mit so einer Engstelle, wo man durch muss. Und okay, noch ein Versuch. Jetzt weiß ich von dieser Engstelle. Jetzt komme ich da durch. Hoffentlich. Ich will nicht zu viel versprechen. Okay, ein Pirat. Wird er auch zerquetscht? Ja. Ja, der wird auch zerquetscht. Nein! Ich werde auch zerquetscht. Koordination, das ist ja, voll mein Ding. Okay, aber das sind auch nur die, komm her, das sind auch nur die ersten Level, ne? Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Leveln aussehen wird. Nein! Ah! Wie gesagt, das ist total der Trip. Alles geht hin und her und runter und da muss ich meine Barbara steuern durch die engsten Lücken. Das kriegen wir noch hin. So, komm her, Barbara. So. Genau. Hopp. Okay, Barbara, dadurch. Du kommst mal mit. Nein! Ha! Ich könnte mich selber in den Arsch beißen. Das würde zwar nicht schmecken, weil der voller Fett ist, aber ich könnte es. Ich könnte es trotzdem. Komm her jetzt! Übrigens, wenn ich diese Stimmlage einsetze, dann wird's ernst. Oje. Dann verstehe ich keinen Spaß mehr. So.
Ja, Barbara. Benimm dich, weiß Bescheid. Nein, Stacheln! Wow, wow! Wo kommen denn die Stacheln auf einmal her? Nein, da hätte ich an der rechten Seite bleiben müssen. Okay, alle Dinge sind... Bei wie vielen sind wir mal... bei wie vielen Mal sind wir gerade? 5, 6, 8, 70? Habe ich das Gefühl zumindest, ja. Ich mache immer denselben Fehler und springe erstmal da auf die rechte Seite. Überhaupt mache ich immer gern dieselben Fehler. Nein, Barbara! Okay, den Pirat, den lasse ich einfach. Vielleicht kriege ich auch den Lump, wenn er einfach zerquetscht wird. So, auf zum 79. Mal. So, und diesmal springe ich hier auf die rechte Seite direkt. Genau, dann brauche ich nicht hier vor diesem Astler zu flüchten. Und die Piraten, die lasse ich jetzt einfach. Oh Mann! Eine kleine Ecke. Barbara, stell dich nicht so an. Du bist ein Barbar! Rein da! Ein Barbar kann das doch wohl ab, oder nicht? Vor allem eine Barbarenprinzessin mit einer schweren Streitaxt. Komm her! Nein! Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so toll anzusehen ist. Ich mach's aber weiter, bis ich's geschafft habe. Nein, Barbara! Wow. So, perfekt. Okay. Dich lass ich. Du wirst einfach zerquetscht. Ja. Au! Mann! Mann! Da bin ich ja langsam richtig enttäuscht. Okay, noch ein Versuch. Na komm, Barbara, stell dich nicht so an. Sonst hole ich gleich Globox und mit Globox läuft es direkt. Da wette ich mit dir. So. Dich holen wir mit. Direkt. Nein! Wow! Okay, okay, okay. Schön langsam. Lass das. Oh. Oh. Halleluja. Ja, ich helfe dir. Bam. Okay. Du weißt gar nicht, was ich alles durchmachen musste, um dich, mein lieber Kleinlingkönig, zu retten. Aber ich hab's gern gemacht und jetzt haben wir auch ein Herzchen hinter uns. Ja. Was ist das überhaupt für ein böser Kleinling? Sind die süß. Das erfreut mich ja schon wieder. Yay. Achso, kann ich die nicht... Schade, ich wollte ihn kloppen. Na gut, dann eben nicht. Das nächste Mal. Yay, hurra, ein Kleinling haben wir verpasst. Boah, ist das anstrengend. Beschleunigen, komm. Yay. Und Glückslose, die können wir gerade mal aufrubbeln. Kleinlingen-Kalamitäten, ja, ich merke es. Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was die nächsten Level so alle beinhalten. Ah, wenn die jetzt hier schon so anstrengend sind. Okay, uns fehlen ein paar Kleinlinge. Ich bin hinter dieser Tür eingesperrt. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ja, aber die können wir erst hier, nachdem wir das Level hier gemacht haben, retten. Die Dame, die dahinter steckt. Jetzt erstmal. Glückslose, Rubbellose, wie auch immer. Rubbel mich, Baby. Jawoll. Du gewinnst 1000 Lumps. Das ist gut. So, direkt das nächste Glückslos. Yay. Und noch ein Kuscheltier. Schön. Wer ist es diesmal? Kiklos. Ah ja, gut. Nächstes Rubbellos. Back to Origins. Was ist das denn? Ein Gemälde. Wo ich auch noch reinspringen kann. Ach Gott, jetzt gibt es hier auch noch so viel zu tun. Fulminante Fontäne. Ach schön. Gehen wir auch noch hin. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal hier rummeln. Yeah. Das gefällt dir. Und noch ein Kuscheltier. Schön. Wen haben wir? Knarf. Aha. So, jetzt will ich aber erstmal das machen. Just for fun. Bam. Genau. Wow. Wie viel wir auch immer freischalten. Es gibt so viel zu tun. Oh Mann, nicht, dass ich da den Überblick verliere. Willkommen in Zurück zu den Ursprüngen. Hier findest du 5 neue Welten mit vielen neuen Gemälden und haufenweise Kleinlingen, die gerettet werden wollen. Rubbel Glückslose, um diese Gemälde freizuschalten. Übrigens, das heißt Rubble eigentlich, ne? Das ist Englisch geschrieben. Das heißt Rubble, nicht Rubbel. Gut zu wissen. So.
fulminante Fontäne. Mann, ist das alles hektisch. Meine Zunge. Ja, gut. Hier mache ich erstmal einen Cut, erhole mich, verschnaufe, trink was, ess was. Boah, mein Herz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier im dichtenden Dickicht in der fulminanten Fontäne. Genau. Am besten gehen wir da wieder mit Barbara rein, damit ich mich an Barbara gewöhnen kann. Okay. Irgendwie, Barbara sieht sehr komisch aus. Und hat eine Zahnlücke sogar. Ach, ist das niedlich. Okay, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Bis dann.